Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Aktuell ist die BlizzCon in Anaheim und heute, beziehungsweise für euch gestern, war der große Campfire-Chat. Ihr seht es jetzt gerade noch im Hintergrund. Es läuft aktuell noch das Q&A, aber der Campfire-Chat an sich ist vorbei. Und nachdem alle Leute dort vorgestellt wurden, ging es auch direkt los mit dem Expansion Pass. Da war ja gestern in der Opening Ceremony schon ein Trailer zu sehen und ein kleines bisschen wurde gezeigt. Und da wurde direkt mit losgelegt und dort wurde auch direkt ein bisschen mehr zu erzählt zum Expansion Pass. Und relativ interessante Sachen, muss ich sagen. Also es wurde erst nochmal der Trailer gezeigt, Vessel of Hatred heißt er ja, und das Expansion und kommt Ende 2024 raus und spielt nahtlos nach Diablo 4. Das heißt, ich glaube, es ist kein Spoiler, ihr werdet die Story durchhaben. Nayrell, ihr erinnert euch, das Mädchen ist mit dem Stein unterwegs, wo Mephisto drin ist und ist abgehauen. Und genau da wird es weitergehen, was mit Nayrell passiert, was mit Mephisto passiert. Da, genau um diese beiden Personen geht's. Ich will nicht zu viel spoilern davon. Ich denke, es macht schon mehr Spaß, wenn wir alle uns selber darauf einlassen. Aber was man sagen kann, ist, es wird sehr viel in Kurass spielen. Kurass kennt man aus Diablo 2, Akt 3, dieser Dschungel. Ich werde hier immer mal wieder ein paar Bilder einblenden, damit ihr seht, was ich meine. Und was ich ganz spannend finde, ist für den ganzen neuen Spieler unter euch, ihr müsst die Story von Diablo 4 gar nicht durchspielen, um dann das Expansion zu spielen. Ihr könntet auch quasi fresh reinstarten und sofort die Kampagne überspringen und mit dem Expansion Pack starten. Finde ich ganz cool gemacht, gerade für die neuen Leute, die vielleicht nur ins Expansion reinschauen wollen, dass das nicht quasi als Akt 6 gilt, sondern nebenher funktioniert. Wie genau das aussehen wird, wird abzuwarten sein. Ich fand aber die Idee ganz cool dahinter, dass man die Story überspringen kann. Allgemein kann man sagen, es wird sehr nostalgisch. Ich bin sehr gespannt. Man wird Kurass genauso wiedersehen, wie es in Diablo 2 war, nur viele Jahre später. Und es wurde auch über die neue Klasse gesprochen. Es wird keine wiederkehrende Klasse sein, sondern wirklich eine ganz neue. Und es wird auch nicht der Witch-Doktor sein. Viele hatten ja gedacht, dass es vielleicht der Witch-Doktor ist, weil es sehr zum Setting passt. Aber nein, es wird eine komplett neue Klasse sein, die es noch nie so in Diablo gab. Dann war es das auch schon wieder mit dem Expansion. Mehr wurde dazu nicht erzählt. Dann ging es um Season 2. Und da kann ich euch hier mal einen coolen Chart zeigen, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Und Start ist 7. November. Dort kommt Patch 1.2.2. Und der bringt die neuen Ringe mit sich. Die werde ich hier mal gerade einblenden. Wir wissen schon ganz genau, was die Ringe machen werden. Jede Klasse kriegt seinen eigenen Ring. Und die Ringe fallen von Warschan. Leute, sammelt Warschan-Parts wie die Irren und geht am 7. rein in Warschan und holt euch die Ringe. Gerade der Barb, Druide und Necro-Ring sind richtig gut. Sorcerer und Rogue fallen da leider ein bisschen ab. Aber Druide wieder, die Leute werden alle rangezogen. Barb finde ich auch sehr cool, weil gerade für diese drei Attacken, Aufwühlen, Hammer der Urahn und Todesstoß, kriegt man dann einen Crit, der zu 100% crittet, wenn man 100 Wut innerhalb von 3 Sekunden verschleudert, was ja eigentlich immer so ist, wenn man die Key Passive nimmt, die die Ressourcenkosten um 100% erhöhen. Für mich gerade, der ein Aufwühlen-Bild gerade am Bauen ist, sehr, sehr wichtig. Übrigens, wenn ihr ein Aufwühlen-Bild nicht verpassen wollt, ein Follow da lassen, werde ich die nächsten Tage mit euch teilen. Und der Necro-Ring, ich glaube, darüber freuen sich die meisten, wird ja wieder machen, dass wenn ihr Leichen auf dem Boden habt und ihr daran vorbeilauft, werden die entweder explodieren, Leichen oder Leichenranken raushauen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann wird es am 5. Dezember, Entschuldigung, das neue Endgame geben mit Lord Seer. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich will es nur im Groben zusammenfassen. Da werden wir in den Patch Notes und später auch noch mehr Informationen zu haben, weil auch die Charts, die sie geteilt haben, noch nicht final sind. Das haben die überall genau extra nochmal dazu gesagt. Ist noch nicht komplett final. Da kann sich noch was ändern. Aber im Grunde ist es so, wie wir uns das schon gedacht haben. Auf Weltstufe 4. Obwohl, sie haben nichts zur Weltstufe gesagt. Vielleicht auf Weltstufe 3. Aber ich denke, ist auch egal, Weltstufe 3 oder 4, nachdem ihr die Questline durchgespielt habt, könnt ihr
Nightmare Dungeons, so nenne ich sie mal, spielen, wo ihr am Ende entweder direkt eine Glyphe bekommt oder die Glyphe leveln könnt oder andere Materialien bekommt. Wir kriegen sehr, sehr viele Glyphenerfahrungen, mehr als in normalen Dungeons. Und mit jedem neuen Level wird es sehr viel schwerer. Stellt euch die Nephalem-Portale aus Diablo 3 vor, die mit jedem Level schwerer geworden sind. So wird es auch bei Lord Seer sein. Bis zu 49 Stages gibt es. Nagel ich mich nicht drauf fest. Ich meine, es waren 49. Und mit jedem Level wird es halt schwerer. Ganz normal wie normale Nightmare Dungeons. Macht ja auch Sinn. Die Glyphe werde ich euch auch einmal hier einfügen. Die soll bis Level 200 levelbar sein und extrem stark werden. Ich bin gespannt. Sah jetzt auf den ersten Blick nicht so spannend aus. Und ich weiß auch noch nicht, ob das so für uns spannend ist. Weil das Event wird nur 6 Wochen laufen. Danach kommt das nicht wieder, danach ist es weg. Das heißt, ihr könnt nur in diesen 6 Wochen dieses Event spielen und auch nur in diesen 6 Wochen wird diese besondere Glyphe da sein. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir die Glyphe in den 6 Wochen dann bespielen kann. Ich werde es bestimmt mal ausprobieren, aber danach ist sie weg. Ich weiß nicht so ganz genau, wieso? Was soll uns das bringen, wenn die Glyphe danach weg ist und das Event auch danach weg ist? Ist cool, dass dann so ein Endgame-Ding mit dabei ist, mal was anderes, nachdem ich 1000 Mal Duril besiegt habe, mal diese Lord-Seer-Geschichte zu machen. Aber wird abzuwarten sein, was das Ganze im Endeffekt bringt. Und dann startet am 12.12. ein Weihnachtsspecial. Das finde ich ganz cool. Das Ganze wird in Kyobashard und Umgebung im zersplitterten Gipfel stattfinden. Neue Gegner, neue Visuals, ein bisschen kleine Questline, beziehungsweise ein neues Event, wo ihr ein bisschen Skins sammeln könnt. Ganz witzig gemacht eigentlich für Weihnachten rum, da ein bisschen was thematisch reinzuhauen. Nicht so ganz interessant, aber eine coole Sache. Bisschen neuen Schwung reinbringen. Gerade in Season 1 fand ich es, das habt ihr ja auch gemerkt, so nach einem Monat war die Luft raus, es hat ein bisschen Abwechslung gefehlt und das haben wir jetzt. Mega mit Season 2. Wir sind jetzt alle gerade noch voll im Grind drin. Dann kommt jetzt bald am 7. kommen die neuen Ringe. Und dann im Dezember ist noch ein Monat hin, klar. Aber dann kommen richtig viel neuer Stuff. Bis Januar haben wir da auf jeden Fall noch gut was zu tun. Finde ich ganz cool gemacht. Und zum Schluss ging es dann auch nochmal um Season 3 und die Leaderboards. Sie wollten noch nicht sagen, wie die Season heißen wird. Aber und auch was genau da passiert, aber es wurde was zu den Leaderboards gesagt. Leaderboards können erst ab Weltstufe 4 bespielt werden. Ich lese es einmal ab, weil das ist ganz wichtig. Man kann ein Dungeon machen, was immer gleich ist, auch mit mehreren Leuten. Es gibt am Ende einen Score, der auf Leaderboards kommt und innerhalb eines Timers, man hat also, ich denke mal, 3 Minuten oder sowas, wie auch in Diablo 3 es üblich war, ein Timer, in dem man Items sammeln muss. Ich habe den Namen vergessen, ist aber auch nicht mehr so wichtig. Man muss Items sammeln und die bestimmen dann am Ende den Score. Das geht auch schon, bevor ihr Level 100 seid und das könnt ihr immer wieder machen. Das Ganze resettet sich jede Woche und immer der Beste einer Woche kommt in die Ancient Hall. Man kann zusätzlich noch verschiedenfarbige Scores bekommen, die dann auf eurem Profil sichtbar sind. Für mich ganz ehrlich nicht so interessant. Ich bin nicht so der Leaderboard-Fan, aber ich weiß, viele von euch freuen sich sehr auf die Leaderboards, sich da zu competitive zu bespielen, wer da der Beste am Ende ist. Und das war es eigentlich schon mit dem Campfire. Danach kam noch der Q&A, den wir hier gerade gesehen haben, der anscheinend jetzt auch schon durchgerattert ist. Angepeilt waren eigentlich 2 Stunden, insgesamt ging es jetzt 1 Stunde. Aber viele coole neue Informationen, vor allen Dingen für Season 2 coole neue Informationen. Expansion Pass, das dauert noch ein ganzes Jahr, Leute. Aber Season 3 wird cool, Season 2 wird cool, neue Ringe, neuer Endgame-Stuff. Viel zu tun. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da jetzt noch so viel reinkommt in der nächsten Zeit. Ich hoffe, das behalten die bei auch für Season 3, dass nach der Hälfte da nochmal ein bisschen was dazukommt. Ich bin sehr happy damit. Waren coole neue Informationen. Ich werde euch einmal den Link unten reinpacken zur BlizzCon. Ich weiß nicht, ob der Livestream. Ja, doch. Ich kann euch das reinpacken unten. Dann könnt ihr das auch mal nachschauen. Und es wird auch schon Patch Notes geben auf Blizzard selber. Die werde ich euch auch unten reinpacken. Falls ich vergessen habe, einmal in die Kommentare schreiben. Dann packe ich das noch später mit rein. Und ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich werde da auf jeden Fall demnächst noch mal ein paar Informationen raushauen.
Und würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.